Juhu! Ja, wir sind wieder bei Deponia. Ich habe keinen Plan, was wir machen sollen, denn ich habe weder meine letzte Folge angeguckt, noch irgendwie, ja, nach Lösungen gesucht. Deswegen starten wir wieder in eine völlig verpeilte Folge und dieser Anfang ist der Beweis dafür. Herzlich willkommen zurück zu Deponia. Ja, ich würde sagen, haben wir schon mit Captain Boso geredet? Wenn nicht, dann machen wir das jetzt. Scheinbar nicht. Ja. Wehe, du hast dem Mädchen was angetan. Aber nicht doch. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Da dachte ich, sie könnte sicher einen Arzt gebrauchen. Johoho, und eine Buddel voll rum, was? Was? Nein, ich, Dachte ich mir's doch. Einen Arzt gebrauchen? Du bist doch gar kein Arzt. Du bist einfach nur ein fieser Menschenhändler, ne? Ach nee, er ist der Arzt. Okay, okay. Und was hat der mit ihm zu tun? Habe ich da irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. Aber... Und denk dran, halte dich an die Waffenruhe. Ich, na gut. Waffenruhe. Versprochen. Ha, das hättest du wohl gern, hä? Aber ich gebe nichts auf das Wort eines dreckigen Piraten. Ach, der Rufus, das ist einfach ein super Typ. Wie hältst du es nur in diesem dreckigen Piratennest aus? Aber ich habe doch gerade erst frisch gewischt. Ach ja? Und ich kenne Seekühe, die riechen besser als du. Und zwar hinten raus. Vielleicht gehe ich nachher nochmal über alles drüber. Haha, beim Klabautermann. Hart Backbord. Am besten gehst du auch nochmal über die Datasette von dem Mädchen drüber. Die ist nämlich noch dreckig. So viel kann ich mich noch erinnern. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch brandschatzen, so viel du willst. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Na hör mal. Ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar 3 Jahre lang... Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du störte Bäcker. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. Störtebäcker, war das nicht der, dem der Kopf abgehackt wurde und der dann noch 11 Leute befreit hat, weil er gesagt hatte, bevor der Kopf abgehackt wurde, dass wenn er über diese Leute drüber geht, also ja, über sie hinweg geht, also den Weg lang, dass diese dann auch befreit werden. Und er hat es dann tatsächlich geschafft, ohne Kopf über 11 Leute zu gehen. Ist das der gewesen? Störtebäcker, vielleicht sollten wir ihm auch den Kopf abschlagen. Wäre doch mal... was Tolles. Lass Doc frei. Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht. Ach ja? Deine Mutter hat gleich 2 gebucht. Hey, halte meine Mutter da raus. Wo auch immer da ist. Touché, Captain. Touché. Ich weiß auch nicht, wo da ist. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. So viel zum Thema. Jetzt sind die Augen wieder bei Doc. Mit dem können wir ja auch mal reden. Hast du die Kontakte schon gereinigt? Ich bin fast fertig. Ich erinnere mich gerade, dass wir vielleicht doch mit denen gequatscht haben. Eventuell ja, eventuell nein. Den Versuch war es wert. Der Boso guckt direkt so, huh! Captain Boso, der Mensch. Hier ist ein Foto, das können wir leider nur so ein bisschen mit der Maus umrunden. Und ansonsten... haben wir ja wirklich nichts. Vielleicht die Zuckerwatte, vielleicht will er ja was haben. Möchtest du was? Soweit kommt's noch. Ich bin hier der Gast. Eigentlich müsste er mich bewirten. Aber bei seinen Piratenmanieren... Will jemand Tee? Bah, behalt deinen Piratenfraß für dich. Das ist ja wirklich super nett, der Rufus, und super aufmerksam. Wohl, ich mach mir Sorgen um dich. Du musst dringend was essen. Oh Mann, ich könnte selbst ganz gut ein bisschen vertragen. Schon besser. Das war eigentlich nicht so geplant. Vielleicht können wir sie aufspießen. Ich könnte dir ein Mobile bauen, wie mein Vater früher. Aus spitzen Steinen, Scherben und Stacheldraht. Mit sowas Funkelndem über dem Bett will man am liebsten gar nicht mehr aufstehen. Ja, der Vater muss dich gemocht haben. Das Einzige, was er von mir bekommt, ist eine Tracht Prügel. Aber erst einmal muss ich Goal in Sicherheit bringen. Aber der Stock ist doch am besten, um den Kopf abzuschlagen. Ich bleib nochmal bei der Option. Die ist einfach... Können wir da drauf rumkratzen? Nee, natürlich nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen, so. Boso-Schlüssel. Wofür ist der Schlüssel? Für meine Seetruhe draußen. Ah! Hey,
Warte mal, darin liegt auch das Reinigungskit für meine Kamera. Genau sowas brauchst du doch für die Datasette, richtig? Bla bla bla, Seetruhe, bla bla. Ich hab jetzt keine Zeit für eine Schatzsuche, Captain Holzbein. Okay, ein indirekter Spoiler. Ich kombiniere hier mal alles miteinander. Ich will ihn mal nicht überfordern, in seinem Alter. Nee, das glaube ich auch. Hier, guck mal. Das Einzige, was er von mir bekommt, ist ach eine ja, die Trachtprügel. Die Trachtprügel, die möchte ich eigentlich ihm gar nicht. Damit solltest du der Datasette lieber nicht zu nahe kommen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Ist doch super. Ich weiß schon, was ich tue. Eben, das ist super. Das wird Goal auch bestimmt freuen. Das Einzige, was er von mir... Ja, die Trachtprügel. Ich will ihn mal... Da willst du ihn nicht überfordern. Diese Dialoge... Ihre Pupillen sind ganz klein. Das muss meine blendende Ausstrahlung sein. Bestimmt wie so ein Stier. Ich will eigentlich alles mit einem kombinieren, weil das manchmal so tolle Dialoge ergibt. Die Datasette, Rufus. Die Datasette. Ja. Vielleicht können wir sie ja aufschließen. Ich weiß ja nicht. Ich könnte dir ein Mobi... Ach ja, das Mobi, das hatten wir schon. Können wir die Datasette. Ach so, ich sorry. Weiß nicht. Lass mal sehen. So ein Blindfisch da hinten. Wo kommt auf einmal der ganze Staub her? Und diese Fettschlieren. Da solltest du auf keinen Fall mit Fettlöser rangehen. Das macht es nur noch schlimmer. Ich nehme, was ich kriegen kann. Was hat er gesagt? Ich glaube, wir brauchen Fettlöser. Vielleicht finden wir den ja in der Truhe. Also ich habe den nicht verstanden, der nuschelt so, aber ich denke, wir brauchen definitiv Fettlöser. Das ist Rufus-Logik. So, offen. Hey! Der Schlüssel kann weg. Was? Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher original verpackt. Genau. Was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Was? Eine Drahtbürste und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Ja, okay. Krieg dich ich mal wieder ein. Ich sollte vorsichtiger mit Goals Bewusstsein umgehen. Das denke ich auch. Ob es vom Backup noch ein Backup gibt. Und vom Backup des Backups gibt es bestimmt auch noch ein Backup. Und von dem Backup des Backups des Backups gibt es... Okay, ich lasse das. So, jetzt können wir das aber richtig reinigen. Ich hoffe, ich krieg's jetzt so hin. Fettlöser! Nicht gut. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Ja, noch. Ich hoffe, das gehört so. Nicht gut. Nicht gut. Die Drahtbürste? Auf Goals Bewusstseinschip? Nur im absoluten Notfall. Aber das ist ein Notfall. Nur im absoluten Notfall. Nur im absoluten Notfall. Verätzt. Staubig und verätzt. Staubig und verätzt. Überspringen will ich das nicht. Staubig, fettig und verätzt. Ich hoffe, das gehört so. Das ist einfach ein tolles Bewusstseins-Backup. Data. Hier geht gar nichts mehr. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. Die Drahtbürste ist dein Joker, sag's mir. Ja, gereinigt. Rufus Herzchen, Goal. Das ist so ein Arschloch, echt. So gut wie neu. Ja, diese Katze da könnte noch woanders herkommen. Bestimmt, vor allem diese da hinten. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut, dann zeig mal her. Moment mal, waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Hm. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Ja, wir machen das auf jeden Fall nicht. Das ist ja... Ich will eigentlich was sagen.
Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Olfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Mhm, sitzen. Also, was ich sagen wollte, ist, dass wir das auf keinen Fall waren mit dem Herzchen. Nein. Das war, letztendlich ist es ja hier in ihrem Kopf drin. Vielleicht kann sie das mit dem Gehirn irgendwie steuern. Und dass sie im Unterbewusstsein dann ganz zufällig irgendwie an Rufus gedacht hat. Oder an Rolfi, je nachdem. Und dann ein R und ein G für Goal eingesetzt hat. Also, das wäre jetzt logisch, weil Rufus war das ja auf keinen Fall. Und, hier, guck mal. Ich habe dich gerettet. Sein Glück. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja, offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei's drum, du kannst dich ja auch später noch bedanken. Ja, danke schön. Ich meine, ist ja nicht so gravierend wie irgendwie auf ihrer Tastatur, ob wir das nun jetzt bekommen oder in 2 Minuten. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja, ja. Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder. Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Es ist alles gut, ist alles gut. Mach dir keine Sorgen. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Ja, echt mal, so was Schlimmes. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Boah, ich glaube, die checkt gar nichts, wie oft wir das erklären müssen. Na gut, also ist ja nicht unbedingt ihre Schuld, sondern die von, die Schuld von Doc. Also definitiv. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du, ich beschütze dich. Schrotthändler, und er handelt ja, wie wir wissen, durch Rufus mit Menschen. Also Menschen ist gleich Schrott, das ist auch eine schöne Genug Analyse. Geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Rufus kommt nach Elysium, hätte ich nicht mit gerechnet, aber warum gibt es denn sonst 3 Teile? Also so einfach wird das nicht sein. Ach, die Gold ist schon süß. Wir sollten den Organon-Kreuzer kapern. Kapern, Oh, kennt ihr kapern? Das ist ja ekelhaft. Wir sollten den Kutter flugtauglich machen. Wir sollten Argus eine Falle stellen. Irgendwas backt hier bei mir unten. Ich hoffe, man sieht es in der Aufnahme nicht. Ich glaube, das hier ist am realistischsten. Wir sollten Argus eine Falle stellen. Wir heben erst eine Grube aus, dann tarnen wir sie mit Schlamm, dann lösen wir den Alarm aus. Und während du als Giraffe verkleidet auf einem angrenzenden Berg... Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht.
Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Los geht's, okay. Ich habe ein bisschen Angst und warte deswegen hier ganz kurz. Ja, Rufus ist überhaupt nicht eigennützig. Nein, nein. Oh, wie süß! Wie süß sich durch die Haare fährt. Oh, ich raste schon wieder ein bisschen aus, ne? Es liegt auch gar nicht daran, dass ich aufgeregt bin, dass wir jetzt nach Elysium kommen. Warum sollte es auch deswegen sein? Ich meine, es war abzusehen, dass Rufus nach Elysium kommt. Irgendwann. Vielleicht in seinen Träumen, wenn er gestorben ist. Jedenfalls haben wir es geschafft, Goal aufzuwecken und sie nimmt uns mit nach Elysium. Ob sie unsere Eigennützigkeit dahinter noch erkennen wird, dahingestellt, wird sie sowieso irgendwann sehen. Aber auf Elysium. Und das ist das Gute. Ja, bis zum nächsten Part. Ciao und ja, ciao, ne?